Romantisch. Diese Woche hatten wir bei Tirol heute wieder einiges zu bieten, findet unser Herr Reindl. Hier ist er mit seinem ganz persönlichen Wochenrückblick. Jawohl, ja. Schön ist geworden, der Tirolberg. So eine gelungene Mischung aus Tiroler Knödel und bayerischer Weißwurst. So als Symbol für die Gelassenheit praktisch. Ich bin ja auch sehr gelassen. Eigentlich hatte ich nämlich auch sollen einen Champagner auch aufhören, aber das habe ich lieber gelassen. Weil der Chef hat gemeint, den brauchen wir für die Siegesfeier von unserem Medaillengewinner. Unsere Medaillengewinner. Ja, warum nicht? Ich mein, manche glauben alles nicht. Es gibt ein paar Leute, die glauben, dass man in 15 Jahren brennender Basistunnel und das doch ein weniger LKW durch die Tirol fährt. Entschuldige, aber das ist auch, nein, ich meine, gewisse Chancen haben wir natürlich schon bei der WM. Werden schon richten, unsere Tiroler Madel und Burschen. Da die von Kitzbichl unten, die Maria, nicht die Reisch, der Riesch, so heißt sie, die Maria Riesch von Kitzbichl. Und die Linze von Kirchberg oder Salzburg oder wie die jetzt ist. Ja, und nachher der Söldner Patscher, nicht, der Müller Bodi. Und der Kärntner da, nicht, wie hat der Kostelitsch, nicht, das, ja, ich weiß schon, die sind jetzt nicht direkt in Tirol geboren, aber das ist ja wurscht, die wohnen da, nicht, ist auch gleich. Aber wenn sie nichts mehr zusammenbringen, können wir sie nach 8 Jahren leicht wieder anschieben. Ne? Sind ja sonst nicht so hakel mit der Anschieberei. Na, und wichtig ist ja nicht, wer gewinnt, sondern die Nachhaltigkeit für den Veranstalter. Und so eine Ski-WM, die bringt schon etwas. Bitteschön, haben wir ja in St. Anton oben gesehen, was das gebracht hat. Bis heute noch eine Nachhaltigkeit. Da bitte schau. Das Karl-Schranz-Buch. Ohne Ski-WM war das gar nicht erschienen. Ein unvorstellbarer Verlust für die Welt der Literatur. Ja. Schleich schon, dass es kaum ein Junger lesen kann. Also, bei der PISA-Studie, mein Lieber, da sind wir schon wieder einmal ganz nett schief da gestanden. Und warum? Weil das Schulsystem zu lax ist. Ja, was, ein Fünfer ins Zeugnis, das nimmt euch das so ein Junger von heute mega cool. Das bringt ja nichts. Da gehören drakonische Strafen. Drakonisch zugeschlagen gehört da. Eine psychologische Ohrfeigen, die sein ganzes Leben lang nachhält. Ich persönlich darf vorschlagen, wenn einer da leid zu lesefaul ist gewesen, nachher gehörten für jeden Fünfer im Zeugnis als Strafe, muss er zweimal das Karl-Schranz-Buch lesen. Zweimal. Ja.